Ja, wir haben den Platz gewechselt. Hinter uns sieht man jetzt der Hohe Rechberg und der Hohe Neufe. Und gegenüber, das sieht man gerade noch nicht, jetzt der Hohe Staufer. Normal ist hier eine ganz ruhige Ecke, aber zurzeit ist es so, dass da, wo wir uns zurückziehen, der Verkehr massiv ansteigt. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir schon wieder auf einem wichtigen Kurs sind. Gerade eben am Wasserschloss hatten wir ein Erlebnis, ich war drin, das ist zwischenzeitlich ein Museum und im Besitz von einer Privatperson, die mal beim SWR war. Und die hat dieses Schloss, das Wasserschloss, gepachtet vom Land Baden-Württemberg. Und dieses ist halt jetzt ihr Privateigentum. Wir haben gefragt, ob man da drin filmen darf. Dann müssen wir erstmal mit der Besitzerin klären. Dann sind wir ja da, wie gesagt, draußen gesessen und da wurden wir dann sehr gewaltvoll und ärgerlich vertrieben. Das hat uns dann ein bisschen überrascht. Wir wollten halt auch von diesem traditionellen Ort den Hohen Staufer im Hintergrund. Und das tut uns hiermit nochmal leid, dass wir da das Grundstück rechts des Pächters verletzt haben. Und ich entschuldige mich da. Wir wussten nicht, dass das so eng und privat zwischenzeitlich sehr ist. Interessant war halt, gell, die Gewalt. Ja. Dennis, was hat die mit dir gemacht? Ja. Und sehr bestimmt und Scheuklappen, wollte gar nicht, gar keine Diskussion. Ich muss jetzt hier wegräumen, aufräumen. Tschüss, tschüss. Und das sieht man. Sie war, wie sie war. Ja. Aber es hat mit dem Thomas, der ist ganz neutral geblieben. Ich hat's hochgedreht und ich habe balanciert. Ne? Die Lösung ist hier. Genau. Denn alles, was wir unter den Fahnen, die wir stellen, alle Zeichen, sind wie Tore. Und im Pentagramm steht für die Tugenden Weisheit, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte oder Harmonie. Und dann bist du auch mit diesen Energien verbunden. Das das Satanszeichen, das steht sozusagen auf dem Kopf und das verkörpert andere Werte, die ich nicht ausspreche. Die sollte man auch gar nicht suchen, sonst zieht sich sofort in die Energie rein. Ne? So kann man die Hölle erfahren und andersrum kann man sich vor der Hölle schützen. Deswegen sollte man sich genau überlegen, was man sich auf den Körper tätowiert, weil über die Resonanzgesetze zieht man das dann an. Ich habe ja aber kein Pentagramm. Naja, man redet gar nicht drüber, was es ist, weil das ist da Intimes. Aber witzigerweise war, da ich ja nicht nur höre, was du sagst, sondern ich gucke auch auf deine Mimik und auf deine Körpersprache. Ich habe drüber gestreichelt. Und du hast ja die ganze Zeit ineinander gelangt, dann hast du dir eigentlich schon die Antwort gäbe, warum es mit dir gemacht hat, was es mit dir macht, weil du noch Symbole trägst, die das anziehen. Ne? Auch der Aufdruck auf dem T-Shirt und so, ne? Sind halt die eher, die für diese Welt stehen. Ne? Ohne zu werden, nur mal gucken, man kann in jede Richtung gehen. Ja, also das ist bei uns passiert. Ich habe dann auch noch im Auto gerade ein geschlossener Vortrag über Chaugam-Nauwen-Energie gemacht, dass wir gesagt haben, guck mal, wie wichtig heute unser Tag ist, dass diese andere Energie, das alte Bewusstsein, sofort so losrockt und das neue Bewusstsein angegriffen wird. Und jetzt kommen wir weiter zu dem Punkt nochmal, zu deiner Frage, Dennis, was macht das Magnetfeld 2012 auf dieser Ebene? Für ganz viele Menschen
die gewohnt waren, Menschen zu unterdrücken und versklaven, haben genau das auf mich projiziert, zum Beispiel bei Kanal Telemedial, dass ich das tue, dass ich eine Sekte aufbaue und, und. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte noch etwas nicht gewusst. Nämlich, ich wusste nicht, was es bedeutet, wenn du jemand hilfst, wenn du jemand aus einer Gefangenheit raushilfst, der von jemand seelisch unterjocht und gefangen ist, dann ist der, der rauskommt, happy und dankbar. Aber derjenige, der sich daraus genährt hat, der die Menschen unterdrückt hat, der ist ärgerlich. Man hat sozusagen auf diese Weise dem Teufel das Spielzeug geklaut. Und da habe ich mir sehr viel Ärger eingefangen, weil ich energetisch nicht vorbereitet habe und erstmal die anderen beruhigt habe. Denn letztendlich ist es, wenn dem Unterdrücker das zu unterdrückende Gut entzogen wird, hat er die Chance, sich selbst zu erkennen. Vorher ist alles normal. Das haben wir aber zwischenzeitlich gelernt. Aber da wir heute ein bisschen auf einer Spontantour sind, haben wir jetzt im Wasserschloss nicht energetisch genug vorbereitet. Und dann gab es ein bisschen Aggression. So, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum, sag mal, zum Pudel des Kerns. Zum 2012 Thema 2012. Also alles, da sind wir stehen geblieben, alles hat eine Auswirkung im Universum. Ich glaube, ich habe den Vortrag schon mal gemacht. Ich mache es heute nochmal zusammen, dass man das versteht. Ursache und Wirkung. Wir nehmen Russland, ne? Tschernobyl, ein Holocaust, nein, nicht ein Holocaust, ein Supergau. Aber vielleicht ist ja auch ein Holocaust ein Supergau. Auf jeden Fall hat es in Russland diesen Supergau gegeben. Und dieser Atomkern schmelzt sich jetzt in die Erde rein. Der geht immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Ja. Und was passiert, wenn er immer tiefer geht in die Erde? Irgendwann ist er am Mittelpunkt, genau. Wenn man jetzt mal von der Welt ausgeht. Und was ist im Mittelpunkt der Erde? Flüssiges, heißes Lava. Nee, Magma. Magma. Ja, also das glaube ich nicht. Das will eigentlich jeder glauben, das sagt man. Aber wenn, das, wenn die Erde praktisch innen ganz massiv wäre, dann hätte sie so hohe spezifisches Gewicht, dann hätten wir wesentliche dickere Wade, um hier aufrecht zu gehen. Also von der ganzen Logik, was hier so im Universum passiert, dass da etwas richtig friedlich drehen kann, wie im Ball, glaube ich, dass die Erde hohl ist. Und dass die vielleicht eine Kruste hat. Bei diesem riesen Umfang kann die schon mal eine Kruste haben, die schon Leute 10.000 Kilometer dick ist. Mhm. Ich weiß nicht. Ne? Aber da kann sich viel abspielen. Ne? Da kann man sich auch mal dann die ganze Theoretiken und Zeichnungen anschauen. Die findet man heute ganz offen im Internet und in YouTube über Mittelerde. Wenn wir jetzt denken, die Erde wäre hohl, was passiert dann? Das wäre komisch. Also wenn dieses Ding da sich langsam durchbrennt, jetzt stellen wir vor, auf Mittelerde wäre auch vielleicht eine Form von feinstofflichem Leben oder was. Wie auch immer. Für die da unten wird es vielleicht ungemütlich irgendwann. Ja, und auch aus dieser Kruste von ein paar tausend Kilometern kann ein Magma aufsteigen, weißt du? Ja. Also, das könnte Auswirkungen haben. Also wenn das Ding mal durchbricht, ne, das
Ding bohrt sich durch, irgendwann macht es Rums und dann pust es durch. Dann kommt ein Wind, ne? Und dieser Wind bläst dann so durch, ne? Dass das richtig in die Luft fliegt. Ne? Dann ist wieder unsere Atmosphäre natürlich voll, dann ist nichts mehr mit Fliegern, dann ist man richtig dunkel. Dann haben wir so langfristige Staubwolke mal vielleicht. Wir wissen die Verhältnisse dieser Auswirkungen nicht. Von ein paar Wochen, von ein paar Monaten, von ein paar Jahrzehnten. Das wissen wir nicht. Aber es handelt sich hier dann nicht um von der Natur verursachte Sache, sondern es handelt sich hier vom Mensch verursachte Sache. Also verursachte Sache eines Lebewesens. Du bist als Mensch, wenn du dich einfach siehst, nur eine lebendige, etwas feuchte Kreatur irgendwo im Universum. Ne? Wenn du dich mal unwichtig nehmen willst. So, aber wenn wir die Theorie davon ausgehen, dass es viele Intelligenzen, viele Leben gibt, spielt die Erde hier auch eine zentrale Rolle. Das hat was mit dem Thema Paradies zu tun und so. Und deswegen kann ich mich schon mit dem Glauben anfreunden, dass außerirdische Intelligenzen in unser Bewusstsein inkarnieren, um uns wieder auf die Spur zu bringen, in die göttliche Ordnung. Okay? Dass die praktisch auf die Menschen aufpassen und durch einwirken und ein bisschen helfen. Dass wir die Spur halten. Wieder auf die Spur kommen. Da muss ich aber dann sagen, dass sie da schon einiges dann. Da tut sich viel, ja. Mhm. Also auf die Spur kommt, ne? Und auf die Spur bringt. Also jetzt gehen wir weiter. Also diese Erde ist sozusagen in Unwucht. Jetzt stellt ihr einfach mal vor, ich habe eine Theorie aufgestellt, dass unsere Emotionen und unsere Gedanken mit dem Verhältnis von Gut und Böse aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Normalerweise schwankt es vielleicht so 55 fürs eine, 45 fürs andere und wieder zurück. Ne? Das ist eine gesunde Schwankung, das ist wie Atmen, das ist wie Leben. So könnte auch ein Motor laufen. Jetzt stell dir einfach mal vor, was ich dir vorher gegeben habe mit diesem Bild, mit dieser Geschwindigkeit, dass unsere Erde, dass unsere Emotion dieser Erde ein Antriebsmotor ist, der die Erde überhaupt drehen lässt, um die eigene Achse, diese Emotion von Tag und Nacht. Diese Wärme und Kälte von der Sonne versetzt das ganze Ding zum Drehen. Der Mond fliegt da nur drumherum. Wenn jetzt aber diese Erde mal ein bisschen ins Wackeln kommt, weißt du, weil das Ding von nach Tschernobyl durchplumpst, ne, nur als Beispiel, was so passieren könnte, oder ein Komet kommt diese Erde in Wackeln, ja, ist schon ähnlich wie ein Komet, dann kommt die ins Wackeln und dann eiern wir. Ja, und über die Anziehungskraft bleibt der Mond nicht mehr in der Umlaufbahn und der Mond schießt in die Erde rein. Ne? Der macht ne, das ganze Ding, die Erde zerschlägt, sondern könnte sein, dass der Mond durchfliegt durch die Erde wie eine Kugel, vielleicht weil er verdichtetere Masse hat und die Erde zerfetzt. Da fliegt jede Menge Teilchen durch die Gegend, das kann niemand brauchen, ne? Im Universum. Ne? Und das will man halt verhindern. Ne? Vielleicht sollte man sowas verhindern wollen. Ne? Könnte ja theoretisch sein, ist ja mal nur Theorie. So, jetzt will man das mal weiter sich vorstellen. Man will diesen in die Erde schmelzenden Kern heilen. Dazu bräuchte man vielleicht vom Raumschiff ein irre Laser, der das Ganze ausbrennt, so wie man heutzutage schon auf der Haut verschiedene Sachen reparieren kann. Weißt? Mit Laserbehandlungen verschiedene Warze oder so wegmachen. Das wird aber rumpeln auf der Erde. Auch. Und das braucht auch niemand wissen, weil die Leute hätten durchdrehen, wenn die jetzt sagen, okay, jetzt kommt der Raumschiff, ne? Und jetzt sind wir mal in Russland, das ganze Ding da geschwind, heiles, wackelt und bleibt ganz entspannt, aber wir den euch jetzt mal übers Raumzeitkontinuum mal 6 Monate in den Tiefschlaf versetzen und ihr merkt es gar nicht. So wie bei einer Operation wird man halt betäubt. Ne? Solche Dinge sind schon passiert. Ja. Die sind schon passiert. In welchen Maßen kann ich nicht sagen. Und
ich will hier nur mal das Bewusstsein aufmachen, was sein könnte, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Bevor ich gleich zur zentralen Beschreibung in der Materie komme. Die zentrale Beschreibung in der Materie sieht so aus. Wir machen eine Metapher. Du stellst dir vor, der Michael Schumacher fährt seine Strecke auf der Formel 1. So fliegt unsere Galaxie mit dem Antriebsmotor Sonnensystem mit Erde, ne, durchs Universum. Und ganz zentral kleppert es ein bisschen, ne, weil das nämlich sauber in Wucht ist. So wie auch wiederum die Leute, wenn der Schuhmacher an der Box vorbeifährt, ich glaube, da kleppert ein Ventil. Ne? Ist der liebe Gott vielleicht in seinem Mittagsschlaf gestört und sagt, jedes Mal, wenn diese Galaxie vorbeifliegt, scheppert da was. Ne? Ihr von Sirius geht mal nach und guckt, was da los ist. Wenn man das jetzt wieder mit dem Schuhmacher sagt, okay, dann sagt die Techniker, okay, guck mal auf den Bordcomputer, alle Daten vom Motor werden übertragen und ihr guckt da mal genau rein. So steigen dann die Außerirdischen vielleicht mit ihrer Intelligenz in unser Bewusstsein und sagen, ach mein Gott, da unten ist das Gleichgewicht nämlich bei 45 zu 50, sondern nur noch zu 90 zu 10. Ne? Das ganze Böse hat sich auf der Kruste festgesetzt und da unten in Mittelerde ist einer, der nennt sich lieber Adolf und hat nur das Gute zusammengezogen in Mittelerde und dadurch ist ein Ungleichgewicht entstanden. Ne? Und wenn wir dann den Film Herr der Ringe sehen, ne, wie das ist mit Dunkel und Finsternis, was ja auch in Mittelerde abspielt, ne, so kann man sich dann eben die Wahrheit zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkel. Dieses Licht und Dunkel haben wir jeden Tag, ne? Dieser Krieg, ne? Jeden Abend frisst die Nacht den Tag und jeden Morgen frisst der Tag die Nacht. So ein Ungleichgewicht von Licht und Dunkel, sage ich jetzt mal, das gab es ja in der Weltgeschichte jetzt schon ein paar Mal. Jeder Weltkrieg. Das Ungleichgewicht ist immer gut, dadurch wird was hochgezeigt. Das kannst du dir vorstellen, sind wir linksdrehend, dann geht was runter. Wenn wir jetzt einen Brunnen vorstellen, wo zwei Ochsen eingespannt sind und die müssen Wasser rauffordern, ne, geht es linksdrehend, geht der Eimer runter, rechtsdrehend, kommt das Wasser hoch. Das ist eine natürliche Dynamik. Ich bleibe noch bei der Metapher. Wenn jetzt aber das Getriebe so scheppert, ne, von dem Motor, dass man sagt, jetzt könnte der Motor gleich in die Luft fliegen, ne, dann sagt man, da müssen wir was machen. Aber die Zeit geht weiter, das heißt, das Rennen will man nicht verlieren. Also kann man das Auto nicht anhalten. Da kann kein Boxenstopp deswegen nicht machen. Und wenn man das nicht repariert, kann der Motor platzen. Und wenn in der Kurve im Schuhmacher die Kutsche platzt, dann fliegt der mal kräftig aus der Kurve. Was ihm ja gerade immer passiert. Ja, also siehst du, es könnte sein, habe ich nicht gewusst. Also wenn, dann, das ist vielleicht schon ein Warnzeichen. Und vielleicht kriegen wir deswegen diese 2012-Bewegung, viele Leute channeln Sirius, diese Kornkreise entstehen. Es ist so, dass man da vielleicht jetzt versucht, aus der Boxerkasse über Fernsteuerung die Ventile nachzustellen. Man schickt sozusagen Monteure, die sich in ihrem Bewusstsein immer kleiner machen, in ganz viele Menschen eingehen und bei denen was bewegen. Und so gibt es vielleicht Menschen, wenn es nur mal einer kapiert hat, dann ist vielleicht der liebe Gott schon happy. Ne? Wenn es mal einen Menschen gibt, ne, der ordentlich ist, ne, wie er, ne, als Beispiel. So kann das eventuell sein und deswegen hat es Auswirkungen aufs ganze Universum. Ne. Wir als telemedialen Freunde, wir sind sozusagen gespeist vom Universum über das galaktische Zentrum. Als Jupiter und Pluto im galaktischen Zentrum stand, als wir am 5. Dezember 2007 begonnen hatten, hatte ich eine Geburtskonstellation und auch die laufende Konstellation war da eben wieder mal Jupiter und Pluto im galaktischen Zentrum und somit konnte die kosmische zentrale Intelligenz durch die Galaxie, über unser Sonnensystem, über Pluto und Jupiter die Energie direkt auf die Erde legen. Und das hat Einfluss auf uns alle. Und so kriegt der eine die Rolle und der andere die.
Dazu kommen noch die ganzen Inkarnationstheorien, ne? Mit dem Karma, dass wenn man, deswegen hatten auch viele große Missbraucher, die früher ihr Unwesen getrieben haben, jetzt die Chance in Deutschland, das karmisch wieder auszugleichen und jetzt den Menschen Gutes zu tun. Könnte ja sein. Könnte sein. Könnte ja sein. Also ich in dieses Fernsteuern, wie in der Formel 1, hat der Metapher, das nennt sich in der Formel 1 Motormapping. War mal erlaubt, ist nicht mehr erlaubt. Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, dass, also wenn man jetzt mal von der göttlichen Intelligenz ausgeht, dass es da schon einen Plan gibt. Ich glaube nicht, dass wenn es so eine göttliche Intelligenz gibt, dass die Helfer braucht. Wir sind alle Helfer, indem wir sagen, wir sind Werkzeug dieses Systems. Das ist eine sehr gute Frage, denn wenn ein Wassertropfen auf einen Berg fällt, was ist sein Schicksal? Er wird nass. Nein, der Wassertropfen, der ist schon nass. Er fließt einfach runter. Und sein Schicksal ist, er fließt irgendwann in den Fluss. Vielleicht versickert er auch, geht in eine Quelle, aber die fließt auch wieder in den Fluss. Oder er landet direkt im Fluss. Und der Fluss landet im Meer. Genau. Das ist das Schicksal der Menschheit. In dem Moment, wenn du sagst, du bist ein Werkzeug der Schöpfung, du bist bereit, an dir zu arbeiten, deine DNA, deine DNS zu verändern, dein Bewusstsein zu verändern, dann verbindest du dich mit der kosmischen Intelligenz. Das tun viele. Es gibt eine unheilige und ein heiliges Bewusstsein. Ja, also der Mensch ist in dieser Natur immer, glaubt er an etwas Höheres. Ne? Oft sagen sie, weil sie von den Religionen enttäuscht sind, hauptsächlich hier im Westen. Der westlichen Welt, in Europa, was sie Atheisten sind. Ich zum Beispiel liebe Atheisten. Denn die Frommen waren es, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Ne? Also Atheisten sind keine gefährlichen Menschen. Ne? Aber jeder Mensch muss früher oder später, wird er sagen, er glaubt an etwas Höheres. Er kann es mal vor Jahre vertrennen, aber dann glaubt er an etwas Höheres. Aber jetzt kommt es. Durch das heilige Bewusstsein, wer weiß, was heilig ist, der kommt in einen heiligen Strahl. Wer das heilige Bewusstsein sich verweigert, der glaubt auch nach Europa, aber der glaubt dann vielleicht eher an Captain Kirk oder Raumschiff Enterprise. Da hat er dann auch was. Ne? Das sind dann diese ganzen komischen Science-Fiction-Filme, die es so gibt. Ne? Aber alles ist Bewusstsein und wir schauen es, Gedanken erschaffen und wir kreieren diese Welten. Gut, Science-Fiction, da hatten wir es heute Morgen auch erst drüber. Das ist ja quasi die Zukunft von morgen, wenn man mal überlegt, was in den 50er oder 60er Jahren an Science-Fiction geschrieben worden ist, wo es noch keine, nicht mal annähernd das gibt, was es heute gab. Das war quasi in den 50er, 60er Jahren, war das schon wie eine Prophezeiung, dass es sowas irgendwann mal geben wird. Und heute haben wir iPads, Kameras, die winzig klein sind, schnelle Autos, Verbrennungsmotoren, wo man denkt, ja, das ist genau so, Gedanken erschaffen. Also das sind die Vordenker. Aber es sind nicht die Gedanken, sondern es sind die Götter, die Meister, die das alles schon vorbereitet haben und dann auf uns wirken und wir setzen es wieder um. Da wir ja viele Inkarnationen gelebt haben, ist die höchste Intelligenz nicht inkarniert. Wir empfangen diese Intelligenz und lernen, diese Motorik auf unseren Körper umzusetzen. So wie du, wenn du Klavierspiele lernst, musst du das halt lernen, bis du die Motorik hast. Wenn aber dein Klavier nicht gestimmt ist, kann der beste Virtuose hinsitzen, der kriegt keinen Song raus. Und so müssen wir uns selber stimmen. Und im Laufe des Lebens korrigieren wir dann unseren Charakter, unsere Grundhaltung, unsere inneren Einstellungen und so stimmen wir uns. Wie ein Musikinstrument. Ja, wir müssen uns stimmen. Also das ist so, die ersten Gedanken zum 2012. Was
ich zum Schluss sage, wir können komplett raus aus diesem Paradigma. Ich lade euch ein ins Heilige Vereinte Heilige Deutsche Königreich. Werde dort Herrscher über deine Zellen, über deine Gefühle, über deine Gedanken. Geh raus aus dem Paradigma und lebe die Telemedialzeit. Mach nicht mehr Sonntag, sondern mach mittwochs Day Zero. Lebe nicht mehr im Jahr 2010, sondern im Tag 1778. Und geh raus aus allen Paradigmen, dann catch dich das morphogene Feld dieser alten Masse nicht mehr. Und dazu lade ich euch ein, kommt in eine neue Kultur. Ich lade dich ein, du bist schon drin. Komm in ein neues Bewusstsein, schafft mit mir eine neue heilige Kultur. Manchmal braucht man nur eine bessere Welt. Und sei mit uns im Auge des Wirbelsturms, wo es ruhig und friedlich ist, während es im Außen tobt und Krieg ist. Also entscheide, ob du den Weg der göttlichen Absicht gehst oder ob du den Weg des Schicksals gehst. Herz 5 und Hua Chai Ha.